diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man verschiedene Optionen für das kontinuierliche Programm der Bodyguard 323 auswählen kann. Ich starte einmal. Ich bin schon drin im kontinuierlichen Programm. Wie man das einzelne Programm auswählt, könnt ihr in dem anderen Tutorial davor sehen. Ich gebe hier ein Regime ein, 2000 Milliliter, infundieren in 14 Stunden und könnte das Ganze schon starten. Nun möchte ich aber, dass das Ganze nicht unbedingt in einer bestimmten Zeitdauer infundiert wird, sondern beispielsweise wegen der Unverträglichkeit immer mit einer bestimmten Laufrate. Das heißt, ich gehe den Weg übers Info, Info, Einstellung ändern, okay, mehr, okay, gebe das Passwort für das Hauptmenü ein. Kann ich hier eine Option auswählen, die nennt sich Option Zeitdauer. Die ist jetzt angestellt, das heißt, ich gebe eine Zeitdauer an, in der die Infusion einmal komplett infundiert werden soll. Das möchte ich aber nicht, sondern eine bestimmte Laufrate. Das heißt, ich stelle hier aus, bestätige und starte die Pumpe neu. Will ich jetzt beginnen, zeigt er mir erst den vorherigen Wert an. Ich gebe jetzt zum Beispiel 60 Milliliter in der Stunde an und bestätige. Das Gesamtvolumen sind 2000 Milliliter, ist so geblieben. Ich kann theoretisch auch einen Fantasiewert eingeben, denn die Pumpe sollte ja alarmieren, sobald Luft im System ist. Aber wir lassen es erstmal so stehen. Dann kann ich die Pumpe starten